Neue Game Week, neues Glück. Ich begrüße dich recht herzlich zu einem neuen Video. Ja, Spielwoche 355 steht auf dem Programm. Meine Lineups werden wir uns direkt angucken. Muss da noch ein bisschen was herumbasteln. Da es natürlich wie immer irgendwelche kurzfristige Verletzungen, Ausfälle gibt. Es gibt heute auch eine Giveaway-Verlosung. Eine Karte wird am Ende des Videos verlost an alle, die beim letzten Lineup-Video einen Kommentar abgegeben haben, ein Like und diesen Kanal abonniert haben. Das gleiche gilt dann auch für dieses Video. Wer gerne dabei sein möchte und eine Karte gewinnen möchte, einfach zu dem Video einen Kommentar abgeben. Alles, was man gerne schreiben möchte, Lob, Kritik, Wünsche. Und danach ist man bei der Verlosung dabei. Für diese Verlosung haben 29 Zuschauer mitgemacht, die einen Kommentar abgegeben haben. Und am Ende des Videos werden wir dann auslosen und einen glücklichen Gewinner ziehen. Gucken wir uns die Lineups an. Fangen wir direkt an mit den nationalen Ligen. Französische Liga Pro, wie immer 200 Karten zum Gewinnen. Hat sich noch nicht wirklich viel geändert bei den nationalen Turnieren, wie ich immer schon wieder meine Hoffnung preisgegeben habe, so auf zumindest 300 bis 500 Karten wäre halt schön, wenn man dann hochgeht. Ja, ich habe so ein bisschen herumgebastelt, wieder einige Verletzungen und Ausfälle, kurzfristig ein paar Risikofaktoren. Deswegen gehe ich hier mit Juan Bernat rein, auch ein Risikofaktor, aber Kolasinac soll offiziell verletzt sein. Das heißt, den musste ich raustun aus meinem Frankreich-Stack. Dann habe ich Mbaye Niang reingetan, soll auch wieder Starter sein, Giroto als Kapitän, hatte mal jetzt letzte Woche Punkte technisch ausgesetzt, vielleicht gegen Leo, so ein bisschen so ein Kampfspiel, wieder was für ihn für so eine 60-70, aber Gell unbedingt gegen Nizza, der taugt mir sehr, sehr stark und ich setze weiterhin auf Alexander Nübel im Tor, irgendwann werden sie mit Monaco auch ein Spiel zu Null haben gegen Ajaccio, warum nicht, insgesamt schaut das nicht so schlecht aus, einzig halt in Young, Auxerre spielt ja ziemlich stark gegen den Abstieg, ist jetzt nicht unbedingt das torfreudigste Team. Stürmertechnisch habe ich so ein bisschen einen Mangel. Bundesliga Pro, ich gehe hier auf einen großen Red Bull Leipzig Block, Yannis Blaswig weiterhin, solange ich die nicht verkauft bekomme, die Karten, setze ich die ein. Nach dem 7:0 gegen Manchester City bin ich eh froh, dass er da noch irgendwie 30 Punkte zusammengekriegt hat als Torhüter. Danach eben Konrad Leimer, dadurch, dass Schlager verletzt ist, ist eigentlich ziemlich klar gesetzt. Er kommt eigentlich immer nur darauf an, mit wem er zusammenspielt. Timo Werner, die letzten Wochen stark verbessert mit der Form. Bochum bietet sich an. Endo eigentlich auch mit Stuttgart gegen Wolfsburg. Heimspiel eigentlich auch eine Möglichkeit für 60 Punkte. Genauso Heimspiel für Gladbach mit Elvedi. Der hat auch schon länger keinen richtig guten Score rausgehauen. Gladbach so ein bisschen am abfallenden Ast. Irgendwie so ein Mittelfeldteam. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Gegen Bayern ein starkes Spiel und danach halt wieder irgendwelche schlechteren Partien. In Summe denke ich, dass das keine schlechte Aufstellung sein wird. Serie A Pro, hier wieder mit meinem Defensivblock von Bologna mit Skorupski und Stefan Posch. Dann habe ich mir Kvaradonna geholt. Ich hoffe, dass das weitergeht mit seinen Scores. Auch jetzt wieder gegen Frankfurt ein starkes Spiel gehabt. Ich hoffe, dass ich da nicht in dieses Pech komme. Dadurch, dass im Napoli-Club haben die jetzt 18 Punkte Vorsprung auf Inter Mailand. Irgendwann wird so auch ein bisschen die Rotation einsetzen, würde ich mal so drauf tippen. Ich hoffe, dass nicht genau zu dem Zeitpunkt ist. Also ich setze da ziemlich große Stücke auf diesen Stack. Genauso Caprari gegen Cremonese zu Hause. Wäre mal wieder ein Fall für ein Tor, der Assist. Und Wallace Silva gegen Milan. Da kann er wieder ein paar Zweikämpfe rauspacken. Wäre natürlich auch schön, wenn da mal wieder so ein Score wieder nach oben geht, Richtung 50. Insgesamt schaut das nicht so schlecht aus. Salernitana gegen Bologna setze ich eigentlich an, wobei die sich zumindest so ein bisschen verbessert haben. Aber nichtsdestotrotz sieht das mal auf den ersten Blick nicht so verkehrt aus. Premier League Pro, musste ich den Torhüter schnell wechseln. Hatte ich noch Ederson drin, der hat ja kein Spiel mit Manchester City. Nick Pope habe ich jetzt drin. Newcastle, so ein Defensivblock mit Dan Byrne. Auswärts gegen Nottingham. Maximilian Wöber mit Leeds, eigentlich sehr, sehr stark am Performen. Dann noch Alex Iwobi, den ich mir neu geholt habe als Stürmer. Der ist immer wieder für 50 Punkte gut. Und dadurch, dass jetzt Leeds gegen Wolverhampton spielt, habe ich halt jetzt Mateus Nunez noch drin. Da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die Optionen. Dadurch, dass Liverpool jetzt kein Spiel hat, Ahmada, Sabitzer mit Manchester auch kein Spiel, habe ich eigentlich nur eine Karte zur Option. Das ist eventuell Mark Rocker, den ich hier einbauen könnte.
Dann habe ich so einen Mittelfeldblock, dann habe ich so einen Block mit zwei Leeds United Karten, dadurch, dass angeblich Tyler Adams verletzt ist. Da will ich aber jetzt das Risiko nicht eingehen, den jetzt reinzutun, dann Spieler nicht. Bleib erstmal bei Mateus Nunez. Man muss ja sowieso hart punkten und Höber, selbst bei einem 2:2 haut er 60 Punkte raus. Deswegen brauche ich da nicht herumdoktern. Und dann noch La Liga Pro. Hier bin ich auch ziemlich mittlerweile auf dem Zahnfleisch, gerade defensiv. Da habe ich jetzt gerade noch Brian Olivan rausgekratzt. Der soll wieder für Espanyol in der Startelf sein gegen Celta de Vigo, die momentan sehr gut in Form sind, aber nichtsdestotrotz nicht viel Auswahl. Rajkovic für Mallorca im Tor gegen Betis Sevilla. Dadurch, dass Ledesma jetzt, glaube ich, 4 Spiele gesperrt worden ist. Bei Cadiz an Easy Palazón riskiere ich wieder mal als Kapitän. Habe ich eigentlich gesagt, ich will es nicht mehr machen, aber ich tue es jetzt trotzdem gegen Girona zu Hause. Vielleicht geht da mal wieder ein bisschen was nach oben hin. Boya Mayoral immer wieder mein Glück versuchen mit dem Stürmer. Und Griezmann, das ist so die Premium-Karte momentan in der La Liga. Immer wieder für eine 100 gut und mit so einer 100 schießt du dich automatisch sehr, sehr weit nach vorne. In Summe sieht das erstmal nicht so schlecht aus, gerade auch Mallorca gegen Real Betis. Betis hat ein Europacup-Spiel noch heute am Donnerstag. Könnte so ein bisschen vielleicht geschwächt sein, vielleicht geht sich da so 0:0 aus, wäre natürlich schön. Dann gucken wir uns die Cap-Modes an. Cap 220 ist noch nicht in Stein gemeißelt. Luquinhas könnte sich eventuell noch in den America-Stack reinmogeln. Yuki Honda habe ich jetzt hier drinnen. Ist Stammspieler jetzt geworden bei Wiesel Kobe, habe ich ganz gut gescoutet, bin ich zufrieden. Bin ich auch noch am Überlegen, ob ich den verkaufe. Sagan Tosu könnte ich vielleicht noch spielen. Seko Keuta ist ein Risikopick. Da sind momentan stürmertechnisch viel Rotation möglich. Dadurch, dass alle irgendwie performt haben, alle 4 Stürmer sind momentan richtig gut drauf. Wird ja eine Glücksentscheidung sein. Alltag ist richtig am Struggeln. Die sind ganz, ganz am Sand. Momentan heißester Abstiegskandidat. Klose kriegt das dann nicht gebacken. Aktuell bei Alltag ist ein Spiel, das könnte auch gut gerne 5:0 ausgehen. Selbst wenn Keuta nur eingewechselt wird, kann da mal ein Tor-Assist passieren. Zelenica zu Hause gegen den Tabellenletzten mit Varastin bietet sich an, vielleicht so ein 0:0, vielleicht so ein Abstiegskampfspiel. Und hier natürlich Kylian Mbappé reingeschmissen, zu Hause gegen Stade Rennes. Könnte was gehen, sieht auf den ersten Blick mal nicht so verkehrt aus, natürlich müssen die halt dann alle in Groben abliefern. Cap 240, die 5 Dollar, die man immer gerne einsammeln will. Ne? Lucas Chavez zu Hause gegen Rosario. Die spielen sehr, sehr häufig zu Null da in Argentinien. Das ist echt ein Träumchen. Normal müsstest du dich ja nur mit argentinischen Torhütern eindecken. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist ja richtig, richtig hoch, dass die da einen Clean Sheet haben. Ich wüsste gar nicht, ob es eine Liga gibt, die noch eine höhere Quote hat als aktuell Argentinien. Dann Stojkovic gegen Hartberg. Ich denke mal, dass das eine Chance ist für eine solide Partie mit 50 Punkten. Genauso Samir zu Hause gegen Monterrey. Leider im letzten Spiel eine gelb-rote gekriegt in der Champions League. Was für die Wahrscheinlichkeit natürlich gut ist, dass der halt wieder mal so einen höheren Score raus hat. Geraldo Becker ist eigentlich auch überfällig für einen Tor-Assist. Habe ich da jetzt mal reingeschmissen und Branko Jovicic ebenfalls mit dem Lasking Hartberg so safe wie möglich die Spieler rausgepickt für die Startelf. Geraldo Becker muss ich halt noch heute abwarten. Kann natürlich sein, irgendwie Verletzungen oder ausgebaut. Vielleicht gehen sie in die Verlängerung im Spiel gegen Union SG aus Belgien. Deswegen kann sein, dass da noch Schaldo Becker ein bisschen rausrotiert. Da muss man ein bisschen abwarten. Und ansonsten Cap 270. Da habe ich jetzt Galese drinnen. Momentan auch sehr, sehr stark in Form. Eine 100, eine 60. Letztens gegen Tigres in der Champions League, obwohl sie 1:1 gespielt haben. Gertruida ist klar drin, obwohl sie gegen Ajax spielen. Wird wahrscheinlich wieder Rechtsverteidiger-Position spielen, das heißt mehr Punktwahrscheinlichkeiten. Vorher gegen Ajax hätte sich wahrscheinlich eine Innenverteidiger-Position eher angeboten. Sanja könnte noch rausrotieren, da munkelt man, dass der angeschlagen ist. Wäre halt schade gegen Go Ahead Eagles. Dann habe ich noch Cenk Tosun gegen Istanbulspor, bietet sich auch an zu Hause. Auch jetzt länger keinen guten Score gehabt. Und Evgeny Karin aus Russland mit Akhmat Grosny, auch momentan sehr stark in Form, ständig irgendwelche 60 und einmal sogar eine 100. Also in Summe werde ich da nicht viel ändern, einzig Modibo Sagnon werde ich halt so ein bisschen gucken, was da bei der Pressekonferenz rauskommt, ob der jetzt spielen wird oder auf der Bank mal erstmal starten wird. Da muss ich dann ein bisschen umswitchen. Rewards technisch habe ich jetzt noch nicht wirklich was erwähnt gehabt. Wie gesagt, Cap 270, 240 von den Rewards eigentlich alle ziemlich gleich geblieben. Nach wie vor, was ich empfehle, ist die zweite Spielklasse Europa.
Da seht ihr 2519 Teilnehmer, 650 Karten. Ist sehr, sehr attraktiv meiner Meinung nach. Das gucken wir uns direkt auch an, was ich hier aufgestellt habe. Hier bin ich wirklich am gucken, dass ich wirklich ein gutes Team aufstelle, weil meiner Meinung nach lohnt sich sehr, sehr gut. Severa wie gewohnt im Tor, auch als Kapitän Valares. Könnte genauso ein argentinischer Torhüter sein, so oft wie der zu Null spielt. Corbello, Reward aus der letzten Gameweek. Ein Verteidiger, der sehr, sehr starke Werte hat, immer wieder 80, 90, 100. Wäre halt doof, wenn ich den nicht einsetze. Danach Manuel Pritl, ist so ein bisschen ein Risikopick. Neuer Trainer, ich glaube der dritte bei Bielefeld. Stammspieler, letztes Spiel eine 60. Kaufmann für Karlsruhe SC, glaube ich auch jetzt 4-5 Spiele in Folge, ein Tor, Assist und so weiter. Sehr gut in Form und genauso Krippic bei Valenciennes, glaube ich jetzt auch in 5 Spielen 4-mal irgendwie ein Tor oder Scorerpunkt gemacht, also auch sehr, sehr gut in Form. Wenn ich da noch reingetan hätte, gerne irgendwie wäre Insur. Von Sporting Gijón, von der Wahrscheinlichkeit her, müssten die auch mal wieder ein Spiel zu Null haben, nachdem sie jetzt im letzten Spiel 4-3 gespielt haben. Aber die versinken auch gerade im Chaos und da will ich so ein bisschen weniger aufs Risiko gehen. Denk mal, so schaut das mal nicht so schlecht aus. Unter 23, das ist mittlerweile so mein Hasswettbewerb. Ich weiß nicht warum, da geht es einfach nicht. Das ist so schwierig, da Rewards zu gewinnen. 950 Plätze werden hier bezahlt. Und du brauchst hier unter 340 Punkten, brauchst du hier nicht antanzen. Nichtsdestotrotz schmeiße ich hier ein Team ins Rennen, das gute Chancen hat. Brüchtl mit Austria Wien im Derby gegen Rapid. Spielen gerne mal 0-0, also sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf ein Unentschieden, so ein Spiel. 0-0, 1-1, sowas in die Richtung. Da geht es um die Meisterschaftsgruppe. Da wird jeder versuchen, da nicht zu früh ins Hintertreffen zu geraten. Deswegen könnte ein taktisch geprägtes Spiel werden. Seko riskiere ich gegen den Chaosverein FC Sion. Vielleicht gelingt ihm da ein guter Score. Alexander Prass für Sturm Graz absolut gesetzt. Immer wieder für ein Tor-Assist gut. Magnus Matsson das gleiche wie Prass von der Position her. Und gegen Valvik. Valvik ist aber defensiv stark, muss man halt sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich mag diesen Matsson, bringt mir wieder gute Punkte. Und der letzte ist der Stürmer Timur Suleimanov. Auch im letzten Spiel habe ich ein Tor gemacht. Und gegen Torpedo Moskau, heißen Abstiegskandidaten zu Hause. Bietet sich eigentlich an, ich habe den direkt auch als Kapitän ausgewählt. Bin da eigentlich sehr, sehr überzeugt, dass der da ein Tor der Assist machen müsste. Danach gucken wir uns an, was ich hier bei America Champion gebastelt habe. Hier werde ich so ein bisschen umswitchen. Auf jeden Fall Sebastian Perez gesetzt bei mir, Union Española zu Hause in Chile. Auch hier immer wieder eine Chance zu Null. Rafael Chicos für Chicago Fire gegen Cincinnati eigentlich auch gesetzt. Und Michael Ure wurde ja geschont in der Champions League oder nur eingewechselt. Hat da wenigstens mal einen Assist geliefert, bin ich mal froh. Und Efrain Alvarez bietet sich auch an gegen Vancouver. Die werden jetzt auch ein bisschen geschlaucht sein von den englischen Wochen. Denk mal, ich werde da das Risiko eingehen. Das Einzige, ich werde hier Shaqiri raus tun. Länderspieler stehen auf dem Programm. Dementsprechend ist das für mich so ein bisschen ein Wackelkandidat, dass die den vielleicht schonen für die Länderspiele. Somit habe ich jetzt Alvarez auf die Mittelfeldposition getan und gucke mir an, was ich als Extra-Card einbauen kann. Eigentlich gefällt mir direkt schon mal Hector Herrera aus, den hat sich ja blamiert gegen so eine haitianische Mannschaft in der Champions League. Also die Qual der Wahl habe ich, Brooks Lennon bietet sich auch an, obwohl ich den gerade zum Verkauf anbiete. Quispe wäre natürlich interessant, zu Hause gegen irgendwie Deportivo Tarama oder so. Da habe ich halt immer Angst, dass die den halt wieder mal auf der Bank lassen, obwohl die letzten Spiele lief es eigentlich ganz gut. Aiden Morris vielleicht gegen New York Red Bulls, obwohl die 100 war schon heftig, ob er die direkt wiederholen kann, ist halt problematisch. Julio Furch wäre vielleicht interessant. Julio Furch bauen wir hier ein. Scheint momentan gut in Form zu sein, hier die letzten 4 Spiele, 3-mal einen Scorerpunkt und wenn nicht, wenigstens eine 43, eine 47. Kapitänstechnisch ist es halt so eine Frage, wenn ich da einsetze, vielleicht Michael Ure, so richtig ideal ist hier keiner, aber relativ die Qual der Wahl bei America, wie man es macht, man wird es wahrscheinlich eh falsch machen, man braucht auch hier relativ viele Punkte, um da reinzurutschen. Asia ist relativ attraktiv geworden. Man kann da schon mit knapp über 300 Punkten Reward gewinnen. Dementsprechend habe ich mir da schon ein bisschen Mühe gegeben. Also mit den Suwon Samsung Blue Wings, den Defensivstack mit dem Torhüter, der ja absolut gesetzt ist. So quasi eine Legende dort mittlerweile. Kim Tae-hwan, Verteidigertalent.
auch der nächste Nationalspieler Südkoreas definitiv. Miki Jamane, auch mal überfällig für irgendwie einen Score um die 80. Muto gegen Sagan Tosu, auch sich anbietenden. Und Shun Nakamura, da habe ich ein gutes Gefühl. Eigentlich auch ein Stammspieler, unscheinbar, aber immer wieder mal für eine 60 gut. Mit Avispa zu Hause gegen Shonan Bellmare, die für mich heißester Abstiegskandidat sind. Hier wäre natürlich noch die Idee, dass ich vielleicht Yuki Honda einbaue als Extra-Card. Zusammen dann halt als Wiesel Kobe Block könnte das hier natürlich noch ergeben, wobei ich halt vom Gefühl her Shun Nakamura favorisieren würde. Europa Champion, auch so ein kleiner Hassbewerb von mir, da habe ich so ein bisschen so ein Barcelona-Stack reingegeben, einfach just for fun. Es ist ein Klassiko gegen Real Madrid, was ansteht. Der Stegen wird klar spielen, De Jong ist gesetzt, Lewandowski ist wieder zurück, Sergio Busquets wird wahrscheinlich auch in der Startelf sein, ist genauso sein Spiel. Und ja, das Trikot ist wenigstens noch identisch. Ich habe da jetzt Umtiti reingegeben. Dadurch, dass Osman Dembele noch nicht fit wird, Ansu Fati scheint auch ein bisschen außer Form zu sein. Und Umtiti ist immer wieder mal für über 50 Punkte gut gegen Fiorentina. Warum nicht? Ist ein reiner Just for Fun Stack. Challenger Europe nehme ich so ein bisschen ernster. Da habe ich wieder so meinen Lieblingstorhüter Pesjakov drinnen mit Rostov gegen Khimki. Danach bei Red Bull Salzburg, so wollte ich sagen Leipzig, wird Bernardo in der Startelf spielen, von dem habe ich glaube ich gefühlt 6 Karten oder sowas um den Dreh. Der wird in der Startelf spielen, dadurch, dass Pavlovic und Dedic gesperrt sind. Und gegen Altach bietet es sich an, also so eine 100 kann der schon mal raushauen, hat er schon immer wieder mal rausgebracht. Wenn die da zu 0 spielen und der vielleicht irgendwie so ein Kopfballtor oder irgendwas produziert, wäre das natürlich schon eine heiße Aktie. Nicolas Capaldo ebenfalls von Salzburg, Mittelfeld, so der gesetzte Mittelfeldspieler, Icardi auch überfällig für ein Tor eigentlich schon wieder. Schon wieder zu viele Spiele ohne irgendwie Torassist. Gegen Konyaspor, warum nicht? Das habe ich deswegen als Kapitän ausgewählt. Und Viktor Klaesen, genau das gleiche wie bei Icardi, ist auch schon wieder ein bisschen 2-3 Spiele ausgesetzt gegen Viborg zu Hause. Kopenhagen momentan richtig, richtig gut in Form. Sogar überlegt, ob ich mir da so ein Stack zusammenbaue mit FC Kopenhagen. Nur bin ich halt kein Fan, da immer hinterher zu laufen. Wenn die Teams dann schon performen, dann bist du eh schon zu spät dran von den Preisen her. Dann solltet ihr eigentlich schon vorher so ein bisschen auf dem Schirm haben. All-Star Limited. Hier Jan Oblak, so ein bisschen Atletico Madrid lastig. Ich hätte sogar noch Morata gern reingetan, aber ich glaube dem Ganzen nicht, dass er in der Startelf statt Depay spielen wird. Ist mir zu wackelig, deswegen habe ich hier Lorente, Oblak und Koke gegen Valencia, die richtig arg gegen den Abstieg spielen. Di Marta gegen Valvik, glaube ich, jetzt im letzten Spiel 2 Tore gemacht, also momentan auch sehr stark in Form. Murillo könnte noch rausrotieren, die spielen heute noch im Europacup mit Anderlecht. Könnte sein, dass ich da irgendeine andere Karte reinbastle. Dann haben wir noch die Legends Challenge. Hier, wie gesagt, meine drei Legenden. Lazio gegen Roma zu Hause, das Derby, dann noch River Plate und Valencia. Dann habe ich meine zweite Feyenoord-Karte von Getrüder hier drinnen und Janis Blaswig habe ich jetzt mal reingeschmissen in Bochum. Könnten mal so ein zu 0 hier auch spielen, warum nicht? Sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Ich mag den Bewerb, auch wenn es halt sehr, sehr schwierig ist. Es gibt halt wirklich nur 100 Rewards, aber dann wenigstens schön aufgestaffelt. Wenn man dann halt richtig performt, dann kann man hier schnell irgendwo mal in so eine Tier 2, Tier 3 Karte reinrutschen. Aber ich sag mal, so 380 Punkte braucht man hier schon. Dann noch schnell die Amateurwettbewerbe, Bundesliga Amateur, so ein bisschen kunterbunt gemischt. Hier Leipzig mit Blaswig Werner, Govelo zu Hause gegen Schalke eventuell, ein gutes Spiel vielleicht zu 0, De Ligt gegen Leverkusen vielleicht noch. Jude Bellingham hatte ich eigentlich gesagt, den werde ich tauschen gegen Kimmich, aber ich bleibe jetzt noch ein Spiel gegen Köln, riskieren wir es nochmal und Augen zu und durch. Französische Liga Amateur, hier mit Nübel auch als Kapitän, ich setze da komplett auf den Clean Sheet. Tolisso, dann noch Henrique habe ich reingetan für Monaco, somit so ein Defensivblock für Monaco. Mbappé ist hier drin und umgekehrt auch Goury für Rennes. Bei mir sind die Tauschoptionen ausgegangen, das heißt, ich muss jetzt Goury hier reinschmeißen, alle anderen sind verletzt oder höchstwahrscheinlich werden die nicht spielen. Und punktetechnisch habe ich da nicht viele Optionen. Hier bei La Liga bleibe ich halt bei Ter Stegen im Tor, Koke, Griezmann. Dann Easy Palazzon und einzig Lenormand ist eigentlich so ein bisschen anders als die Karten, die ich sonst einsetze. Gegen Elche zu Hause könnte auch was werden, sieht auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus. Natürlich Barcelona gegen Real Madrid, ich glaube nicht, dass sie gegen Real zu 0 spielen werden.
Premier League Amateurs, da wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig sein. Da sind mir auch die Tauschoptionen ausgegangen. Da hat sich anscheinend Tyler Adams kurzfristig verletzt. Wird nichts werden. Ansonsten sah das eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus. Und bei Serie Amateur, Offensivblock, Napoli, Quaradonna und Osimhen. Defensiv hier mit Atlanta im Tor, den Juan Musso. Umtiti ist noch drin und Rodrigo Pecao eventuell. Gegen Milan vielleicht ein Spiel zu Null, mal gucken. Auch hier, Amateur, brauchst du halt sehr, sehr viel Glück. Ruhig nicht viel experimentieren, dann guck den Cap 240 Mode hier. Ja, versuche ich noch ein bisschen zu experimentieren. Auf jeden Fall gesetzt Baumann, zu Hause gegen Hertha. Ich hoffe, dass da ein gutes Spiel bei ihm rauskommt. Hoffenheim und dann eh so ein bisschen in einer katastrophalen Verfassung. Bukadi, so einer meiner Lieblingskarten mittlerweile hier im Mittelfeld. Martins im Derby gegen Rapid Wien. Soll wieder am Flügel spielen, gefällt mir nicht. Als Innenverteidiger viel, viel bessere Scores gehabt. Wäre natürlich sehr, sehr schade. Laundry Di Marta gegen Ballweg bietet sich auch an, besser wie Majoral. Und einzig Yannick Haberer ist so ein bisschen Wackelkandidat. Den habe ich so ein bisschen jetzt reingeschubst. Da muss man halt heute noch den Europacup abwarten, wie sich der entwickelt. Ob der vielleicht irgendwie rausrotiert wird. Absoluter Wackelkandidat bei mir, optionstechnisch. Dann den Cap 220 Mode. Sean Johnson gegen Inter Miami bietet sich an, der hat einen sehr, sehr niedrigen L15-Score aktuell. Dann habe ich hier Kevin Stöger eingeschubst gegen Leipzig, erwarte ich jetzt auch nicht viel. Lawrence gegen Colorado Rapids könnte auch mal wieder ein besserer Wert sein. Tui Loma mit Charlotte gegen Orlando und Majoral habe ich jetzt mal hier reingetan. Gegen Sevilla wird sicherlich ein schwieriges Spiel. Vom Gefühl her glaube ich sogar, dass das 0-0 wird vom Ergebnis her. Sevilla auch im Europacup vertreten. Ich persönlich mag diesen Cap 220 Wettbewerb. Letzte Gameweek auch ein Reward gewonnen. 560 Rare-Karten werden hier immerhin ausgeschüttet. Teilnehmertechnisch 5000 Teilnehmer ist jetzt nicht so die Welt. Zum Vergleich zum Cap 240 Mode, wenn man sieht, da hat man ja fast schon die doppelte Teilnehmerzahl im Verhältnis zu den Rewards. Dementsprechend finde ich den Cap 220 Mode sehr, sehr attraktiv. Und habe da somit ein relativ grundsolides Team reingeschmissen. Natürlich muss da halt irgendwo einer mal, also zwei Karten, die vielleicht einen Score von 80 machen und die anderen irgendwie 40, 50, sowas in die Richtung, muss da schon mal rausschauen. Dann All-Star Rare, Spencer Ritchie, meine Hoffnung stirbt zuletzt, dass er eventuell wieder Stammkeeper wird, habe ich jetzt drinnen. Ansonsten Kim Tae-hwan, Jose Van Rankin, so die zwei Spieler, die sicherlich Stammspieler sein werden. Marvin Laurier gefällt mir gut, da das eine Mittelfeldspielerkarte ist, die sehr offensiv spielt und sehr häufig eingesetzt wird. Und ich spekuliere noch immer, dass Christoph Mondschein seinen Stammplatz zurückkriegt, nachdem er im letzten Spiel das Siegestor erzielt hat. Vielleicht gibt es so ein bisschen Auftrieb, aber ansonsten eben ohne Torhüter kommt er hier eh nicht weit. Deswegen Spencer Ritchie, solange der nicht spielt, wird es schwierig werden. Extra Bewerbe gibt es keine, so wie man hier sieht, eigentlich hier ganz unten, die sich immer wieder verstecken. Und in diesem Sinne waren das meine Aufstellungen für die kommende Game Week. Hundertprozentig glücklich bin ich noch nicht, so ein paar Veränderungen, glaube ich, wird es sicherlich noch geben. Cap 220 Mode bastle ich immer wieder gerne so ein bisschen herum. All-Star hatte ich ja gesagt, Murillo auch heute da eben mit diesen Europacup-Spielen, UEFA, Conference League und Europa League, wie die sich halt entwickeln, da kann noch was passieren, Yannick Haberer etc. Somit kommen wir zur Verlosung. Heute gibt es die Karte zu gewinnen von Thomas Rotter, spielt bei Hartberg, hat relativ solide Scores, ideal eben auch für so einen Cap 220 Mode. Eigentlich war Chirani geplant für die Verlosung, der hat sogar bessere Scores die letzten Spiele gehabt. Thema ist, angeblich soll er sich verletzt haben im letzten Spiel, vielleicht je nach Schwere der Verletzung, werde ich dann eine andere Karte in den Giveaway-Pool reinbauen. So, dann legen wir direkt los. Wie gesagt, 29 Kommentare gab es. Ich klicke auf Start und dann sehen wir, wer die Karte gewinnt. Und SPLL, entweder sind es L oder große Is. Gratuliere auf jeden Fall. Kommentar top, so rare, Name Splashra, so geht's halt auch. Schicke ich direkt los die Karte, sobald das Video hochgeladen worden ist. Noch hier der Tipp, wer es noch nicht kennt, Play Sharper, hier kann man hier sehr gut die Aufstellungen sich angucken von Experten, denen dann auf Twitter folgen. Hier rechts sieht man, wer die Aufstellungen
predicted. Ich würde mich da aber nicht hundertprozentig immer dran halten, liegen auch immer wieder falsch. Aber ich sage mal so zu 90% kann man sich halt wirklich gut orientieren. Für mich ist wichtig meistens, dass ein Spieler 90% hat, so um den Dreh 85%. Dann ist er safe. Alles andere, so wie zum Beispiel hier Lee Joo-seung, den setze ich zum Beispiel jetzt nicht ein, weil er 60% hat. Im asiatischen Markt natürlich schwierig, da Informationen zu kriegen, aber wenn ihr zum Beispiel einen italienischen Spieler hat aus der Serie A, dann kann man dann auch googeln und herausfinden, warum der gerade bei 60 oder hier unten 50% ist, ob da irgendwelche Verletzungen sind oder disziplinäre Geschichten etc. Rotation. Seite ist aktuell noch immer kostenlos. Würde mich darauf nicht verlassen, dass das für immer so bleibt. Irgendwann wird das auch mal kostenpflichtig sein. Aber zum groben und schnellen Überblick finde ich diese Seite sehr, sehr optimal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Gerne ein Like da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.